ist angelangt. Und was machen wir in der Sommerzeit? Richtig, wir spielen Slender. Eigentlich nicht, ja. Wer Slender nicht kennt, also jeder, der schon mal ein Computerspiel gesehen hat, müsste Slender kennen, weil, ja, das ist eigentlich eines der bekanntesten Computerspiele. Wer es nicht kennt, hier erkläre ich es nur noch mal kurz. Slender ist ein Survival-Horror-Computerspiel, das im Juni 2012 für die Betriebssysteme Windows, Mac und so weiter und so fort von dem lieben netten Mark J. Hadley entwickelt. Genau. Es geht praktisch darum, man ist halt in einem Wald, also es gibt mehrere Slender-Teile, aber bei The Eight Pages, also das ist der bekannteste Teil, ist man praktisch in einem Wald und muss Zetteln suchen. In dem Wald gibt es kleine Häuser, kleine Berge, wo überall Zetteln versteckt sind. Ich glaube, wenn man 8 dieser Zetteln gefunden hat, hat man das Spiel durch. Aber das ist gar nicht mal so einfach, weil es gibt halt überall so einen sogenannten Slenderman, der euch halt die ganze Zeit verfolgt. Und je mehr Zetteln ihr findet, desto, ja, wahrscheinlicher ist es halt, dass der in eure Nähe kommt. Und sobald ihr dem zu nahe kommt, ja, tötet der euch praktisch. Ja, wenn ihr bei The Eight Pages alle 8 Seiten gefunden habt, dann schaltet ihr einen Modus frei, wo ihr bei Tag in diesem Wald spielen könnt. Wie praktisch! Ich weiß eigentlich nicht, was das überhaupt einbringen soll, aber ja, jetzt auf jeden Fall zu dem, um was es jetzt geht, ja. Ihr habt ja im Titel gelesen, Games mit Wahrheit, ja. Was die meisten, die Slender spielen, gar nicht wissen, dass es, dass Slender mehr oder weniger auf einer wahren Begebenheit passiert. Also man weiß nicht hundertprozentig, ob es wahr ist, aber ja, 200%, nein. Nein. Aber auf jeden Fall ist eine Geschichte dahinter. Und das hier wird wahrscheinlich auch ein neues Format. Da muss ich wahrscheinlich noch weitere Spiele suchen. Das wird vielleicht auch mit Film kommen und was weiß ich. Das würde dann heißen Movies with Wahrheit oder. Na gut, das klingt scheiße. auf jeden Fall, wie gesagt, das beruht auf einer wahren Begebenheit. Ich möchte jetzt nochmal erstmal den Slenderman ein bisschen beschreiben, damit ihr euch ein Bild davon machen kann. Natürlich habe ich überall jetzt tolle Bilder eingeblendet, ja, damit man die wunderbar auch sich darunter eh was vorstellen kann. Aber ja, also der Slenderman, das bedeutet schon mal auf Deutsch, der schlanke Mann, der hat ziemlich lange Arme, sehr, sehr dünn, trägt einen schwarzen Mantel, also schwarzes Hemd oder manchmal weißes Hemd, eine rote oder weiße, was heißt weiße, eine rote oder schwarze Krawatte. Ja, und er hat halt einen völlig weißen Kopf ohne irgendwelche Gesichtszüge, der hat also keinen Mund. In Videospielen ist das dann so dargestellt, dass er praktisch so wie so ein, sag ich jetzt mal, Tuch über den Kopf hat, so sieht das bei den Videospielen aus. Aber ja, es soll halt ganz anders aussehen. Manchmal, also sagen die Legenden, oder ich glaube das eigentlich auch nur bei den neueren Spieleversionen, da wachsen ihm sogar Tentakel aus dem Rücken, ja. Und der Slenderman kann halt seine gesamten Gliedmaßen und alles unendlich weit dehnen, praktisch. Also, ja, seine Arme, seine Beine, sein Kopf, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man sich das vorstellt, ist schon nicht ganz schön, ja. Er hält sich öfters mal in dunklen Wäldern oder Parks auf. Er ist relativ lautlos, also bei Slender, bei dem Spiel auch. Bloß wenn man ihm dann begegnet, der wird schon ein bisschen laut.
er guckt seinen Opfern halt, er jagt die kurz, zermürbt sie dadurch und hetzt sie anschließend zu Tode. Oder er fängt sie auch manchmal ein und tötet sie dann einfach. Okay. Ja, manchmal, so in Slender, ist nicht, da ist das nicht so, aber in vielen Varianten werden die Opfer auch einfach an Bäume geschwiest und ausgeweidet, werden sie dann später gefunden. Manchmal verschwinden sie auch einfach so, niemand weiß, wo sie geblieben sind. Läuft auf jeden Fall, ja. Aber jetzt will ich nochmal erzählen, wie das überhaupt dazu gekommen ist, ja. Es gibt eine Seite, die heißt Something Awful. Ich war selber noch nicht drauf, aber die soll es geben. Ich weiß nicht, ob es die jetzt doch gibt, keine Ahnung. Da gab es einen User und der hat Bilder von einem, ja, sogenannten Slenderman gepostet. Niemand, ja, jeder hat halt gedacht, ja, der macht Spaß, lustig, der kann richtig gut mit Photoshop umgehen und so weiter und so fort. Aber da gab es noch einen anderen User und der hat auch Bilder vom Slenderman gepostet. Und der Slenderman, der soll angeblich auftauchen, bevor irgendwelche Kinder verschwinden. Niemand weiß wirklich, was mit den Opfern danach passiert. Der wurde zum Beispiel schon mal gesichtet, in Norwegen, Amerika, Japan. Und ja, also zum Glück noch nicht in Deutschland oder ich weiß nicht, also häufig in Norwegen, Amerika und Japan. Es wird bestimmt auch ein paar Sichtungen in Deutschland gegeben haben, aber das weiß ich nicht. Könnt ihr ja selber nochmal recherchieren. Auf jeden Fall gibt's richtig viele Slenderman-Bilder mittlerweile im Internet, die angeblich alle echt sind. Es gibt, ich glaube, 2 Bilder oder so, die sollen auf gar keinen Fall gefaked sein. Da ist einmal so eine Art, ja, ich weiß nicht, Schulklasse oder so, und da im Hintergrund sieht man dann den Slender, und dann das andere weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall, das eine Bild habe ich auf jeden Fall jetzt schon abgespeichert, und das werdet ihr jetzt gerade eben sehen. Das andere habe ich leicht irgendwie nicht gefunden. Ja, auf jeden Fall gab es ja den User, der halt das Ursprungsbild auf Something Awful gepostet hat, und der hat aber dann später zugegeben, no, ich habe mir das eigentlich nur ausgedacht, also der Slenderman ist aus dem entsprungen, vor was ich praktisch Angst habe, ja. Und das hat er dann einfach irgendwie, was weiß ich, gemalt und dann auf ein Bild gebracht und das dann dort gepostet. Allerdings haben dann viele die Nachricht gelesen und haben auch viele gepostet auf Something Awful. Du, ja, wo ich die Nachricht gelesen habe ich plötzlich Albträume bekommen und konnte nicht mehr schlafen. Und die haben geträumt, ja, ohne Spaß, von dem Slender. Also der von einem Typ, der dem Slender ziemlich ähnlich vorkommt. Ja, auf jeden Fall wurde dann auch, keine Ahnung, irgendwie geforscht oder so. Ich weiß nicht ganz genau, wer das gemacht hat. Auf jeden Fall sind dann später Bilder aus dem 16. Jahrhundert aufgetaucht, in denen auch der angebliche Slenderman schon drauf war. Also er passt auf jeden Fall genau auf die Beschreibung des, also vielleicht nicht genau, aber ziemlich gut auf die Beschreibung des Slendermans. Auf jeden Fall tötet er grausam einen Ritter mit einer Lanze, sollte das sein. Ja, die sticht er einfach durch den Dorsch, ja. Und er hat halt auch die Arme und so, wie halt beschrieben auf dem Bild. Und auf dem zweiten Bild entführt er ein Kind. Und die Mutter und der Vater, die stehen daneben, ja, könnten wahrscheinlich, ich weiß nicht, warum die da nicht eingreifen. Ich verstehe das auch nicht richtig. Vielleicht sind die vor Angst so, sag ich jetzt mal, nicht paralysiert, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Die können einfach nichts mehr machen, ja. Der Slender, der zerrt einfach das Kind da weg. Passt auch wieder ziemlich gut auf die
Beschreibung des Slendermans. Dann möchte ich noch eine kurze Geschichte erzählen. Nicht wundern schon mal, wenn ihr die Geschichte schon mal bei einem letzten Video von Creepypasta Punch gehört habt. Ich habe das Video gesehen und da wurde halt, also das ging es um kurze gruselige Geschichten und da habe ich praktisch mir gedacht, bei aller Geschichte, das passt eigentlich direkt auf den Slenderman. Also das wurde zwar in dem Video nicht gesagt, dass der Slenderman gemeint ist, aber ich habe mir eigentlich gedacht, ja, das muss er gewesen sein, wenn die Geschichte natürlich wahr ist. Ich werde auf jeden Fall das Video auch da unten in der Beschreibung verlinken, weil ich will jetzt nicht irgendwas klauen und oder irgendwas, ja, oder irgendeinen Link dazu lassen. Also, da fange ich an. Mitten in der Nacht wachte ich auf. Ich schaute mich um, weil ich ein lautes, knarrendes Geräusch gehört hatte. Es war alles dunkel rund um mich. Ich konnte kaum etwas erkennen. Aber das, was ich erkennen konnte, schien normal. Bis ich mich zum Fenster drehte. Dort stand ein weißer Mann ohne jegliche Gesichtszüge. Er guckte mich die ganze Zeit starr an und zeigte auf mich. Mir wurde so bange. Besonders, weil ich im vierten Stockwerk wohne. So, das war die kleine Geschichte. Auf jeden Fall, weshalb ich denke, dass das der Slenderman ist. Weil, ja, also ich habe die Geschichte jetzt auch nicht genauso wiedergegeben wie der Creepypasta Punch, aber ich habe es, ja, sag ich das mal, auf meine Art ein bisschen umgedichtet. Aber der Sinn ist derselbe. Ja, ich habe mir die Geschichte jetzt gerade nicht aufgeschrieben oder aufgeschlagen, deshalb habe ich das jetzt frei aus dem Kopf erzählt. Professionalität ist auf jeden Fall immer bei mir der. Weshalb ich denke, warum das der Slenderman nun sein kann. Ja, erstens, es ist ja wie gesagt ein leises Vorgehen. Es ist mir gerade eben erst durch den Kopf gegangen. Aber er ist ja praktisch leise, ne? Er hat bloß, er ist bloß durch das eine Geräusch halt aufgewacht, der halt im Bett lag, ist durch das Geräusch aufgewacht und hat sich umgeschaut. Und sonst war das halt leise, der hat nichts mitgekriegt. Und da sah er diese Figur, die ein total blasses, weißes Gesicht hat. Also ohne Gesichtszüge, passt genau auf den Slenderman. Und dann, wenn ich mir anschaue, der wohnt im vierten Stock. Der Slenderman, der kann ja seine Gliedmaßen unendlich weit biegen. Wird ja gesagt. Und da kann es auch sein, dass er seine Beine halt so hoch machen kann, dass das bis zum vierten Stock reicht. Und deshalb nehme ich ganz stark an, dass das der Slenderman sein soll, wenn die Geschichte denn überhaupt wahr ist. Ja. Aber beim Slender kann man natürlich nie richtig sagen, ob das natürlich wahr ist oder nicht. Im Grunde hat es einfach jemand gepostet, der ja sich einfach gedacht hat, erfinde ich mal was. Aber im Grunde ist das vielleicht irgendwie, ja, in seinem Unterbewusstsein hat er schon gewusst, dass es den Slender gibt und keine Ahnung. Und es war ja auch seine größte Angst vielleicht. Wer weiß. Auf jeden Fall, die Story vom Slenderman ist vielleicht eigentlich nicht so gruselig. Aber sie wird extrem gruselig, wenn ihr darüber nachdenkt, dass es auch euch passieren kann. Wenn ihr noch Kinder seid, dann würde ich mich vor diesen Slenderman in Acht nehmen. Und ich würde nachts auch nicht unbedingt mehr zum Fenster schauen, um dann einen blassen Mann zu sehen, mit langen Armen, die er bis ins Unendliche ausdehnen kann.
Ich würde sagen, wenn ihr mehr Games oder Movies mit Wahrheit sehen wollt, lasst eine positive Bewertung da und lenkt schon mal unten auf den Abonnieren-Button. Das ist eure letzte Chance. Bis bald. Euer The Hunter Stories. Bye.